Na, Linus, bist du schon ganz aufgeregt? Du hast ja morgen Geburtstag. Oh ja, ich bin total aufgeregt. Wann geht's denn endlich los? Ja, Linus, heute passiert dir nichts mehr. Morgen früh geht's los. Ja, dann gehe ich mal ganz schnell jetzt ins Bett. Ja, aber vorher gehst du dich bitte waschen und die Zähne putzen. Ach ja, mache ich. Oh Mann, ey, ich bin so aufgeregt. Habe ich wohl ein Fahrrad bekommen? Oder noch so ein paar kleine Gummitierchen? Ach, wenn nur schon morgen wäre. So, schau mal, Emma, jetzt hast du schon eine frische Windel um und dann kannst du jetzt auch gleich ins Bett. Morgen wird ein langer Tag, auch für dich. Ja, dann schlaf mal schön und bis morgen früh, Emma. Träum was ganz, ganz Tolles. Und Linus, wie sieht's aus? Sind die Zähne sauber? Also, ich glaube schon. Ja, das reicht jetzt auch. Spuck schön aus und komm dann her, dann ziehen wir dich eben schnell aus. Also, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schlafen kann. Ich bin so aufgeregt. Ach, Linus, das ist ganz normal. Aber umso schneller du jetzt schläfst, umso schneller bekommst du all deine tollen Geschenke. Ja, also leg dich am besten jetzt gleich hin und denk gar nicht so viel drüber nach. Schau mal, Fussel ist auch schon da. Da kannst du doch super bei einschlafen, oder? Ach ja, ich weiß nicht. Ich muss die ganze Zeit daran denken, dass ich morgen viele Geschenke bekomme und dass mich morgen alle besuchen. Ja, und dass ich Kuchen essen darf. Und das wird bestimmt ein super Tag, oder? Ja, natürlich wird das ein super Tag, Linus. Du hast schließlich Geburtstag und wirst morgen 4. Ach, wenn nur schon morgen wäre. Ja, jetzt mach mal schnell die Augen zu. Soll ich dir noch was vorlesen? Nee, bitte nicht. Ich will ganz schnell schlafen, damit ganz schnell morgen früh ist. Na gut, Linus, dann schlaf mal jetzt schön. Mach die Augen zu und träum was Tolles. Bis morgen, mein Großer. Oh Mann, hoffentlich schläft Linus jetzt schnell. Sonst wird das alles mit der Überraschung nichts. So, und ich fange jetzt schon mal an, hier den Kuchen zu backen. Dann brauche ich das morgen nicht machen. Und Linus kann morgen früh auch schon Kuchen essen. Ach Mann, Fussel, das ist so aufregend, Geburtstag zu haben. Ach, ich weiß gar nicht, wie ich auch nur eine Sekunde schlafen soll vor lauter Aufregung. Glaubst du, ich bekomme endlich ein Fahrrad? Das wäre so toll und würde mich so freuen. Ja, oder doch lieber ein paar kleine Tiere. Oder ein neues Memory-Spiel, das wäre auch super. Oder ein Puzzle. Ja, ach, oder ein Roller. Och, ich weiß einfach nicht, was ich kriegen könnte. Das macht mich ganz nervös. Ja, ich glaube, 55 Minuten sollten reichen. Umluft und ja. So, jetzt muss ich gut aufpassen. Ich darf auf keinen Fall den Timer vergessen. Oh Mann, ey, Sophia, das riecht ja hier köstlich. Voll gut nach Kuchen. Oh, kann ich heute Abend schon ein Stück haben? Nein, Lukas, natürlich kannst du kein Stück haben heute Abend. Der ist für Linus. Ach Mann, das war ja nur so ein Scherz. Ja, also, schläft Linus schon? Nein, er schläft natürlich noch nicht. Er ist mega aufgeregt. Oh Mann, nicht, dass er uns hier die Überraschung hier vermasselt. Nein, er wird bestimmt schnell schlafen. Ich war extra heute viel draußen mit ihm. Oder Also eine Lino schläft Gitarre. immer noch Gitarre würde ich nicht. auch Meine gerne. Herren ist der nervös. Oder Das einen kann ja neuen morgen früh was CD-Player. werden. Ja, oder ein paar Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen-Kassetten. Die wären auch toll. Oder Hanna hat auch so ein Malbuch. Darüber würde ich mich auch freuen. Ach, ich weiß einfach nicht, was das beste Geburtstagsgeschenk sein soll. Och, Mann, ich bin so aufgeregt. Und schläft er jetzt? Nein, er schläft nicht. Er zählt gerade alles auf, was er sich zum Geburtstag jemals gewünscht hat und haben wird gefühlt. Also, ja, das wären noch tolle Jahre. Er wünscht sich auf jeden Fall irgendwann mal eine Gitarre und einen CD-Player. Ja, er soll jetzt endlich schlafen. Ich muss auch morgen früh früh raus. Hab extra meine Schicht getauscht, damit ich den Geburtstagnachmittag auch da bin. Ja, ich weiß, Lukas, setz dich einfach ein bisschen hin. Er wird bestimmt gleich einschlafen. Ich räume in der Zeit erstmal das Backchaos hier weg. Oh, Schreck, wer ruft denn jetzt an? Och, Mann. Also, wenn Linus jetzt geschlafen haben sollte, ist er jetzt auf jeden Fall wieder wach. Toll. Fröhlich? Ja, moin moin, mein Dern. Ich wollte nur fragen, ob der Linus jetzt endlich schläft, dass ich rüberkommen kann hier. Nein, Papa, er schläft noch nicht. Ach, und wenn er jetzt auch geschlafen haben sollte, hast du ihn jetzt bestimmt geweckt. Das wollte ich nicht. Ja, was machen wir jetzt? Ja, am besten rufe ich dich an, wenn er schläft, ja? Bleib am besten in der Nähe vom Telefon. Ja gut, dann ja, komme ich einfach rüber, ja, wenn er schläft. Ruf mich dann kurz an. Ja, das mache ich, Papa. Bis später. Ach, das Telefon hat ja gar geklingelt. Ach, ich gehe am besten nochmal auf Toilette. Vielleicht kann ich dann besser schlafen. Ich könnte auch ein bisschen lauschen. Aber ich höre nur den Fernseher. Ach Mann, wann ist denn endlich morgen? Ach ja, Fussi. Ich glaube, ich schlafe gerade ein. Bis morgen. Und morgen bin ich endlich 4. Okay, Lukas, ich gehe jetzt noch mal gucken, ob der Kleine schläft, ja?
Na endlich, Lino schläft tief und fest. Ach, jetzt hoffentlich wacht er nicht auf. Er ist endlich eingeschlafen. Ich rufe jetzt schnell Opa Willi an, dass er rüberkommen kann, ja? Mach du dich auch schon bitte fertig und such das Werkzeug raus. Ja, mache ich. Einen Moment bitte. Meinst du, er schläft wirklich tief und fest? Ja, er schläft jetzt. Er hat nicht so einen leichten Schlaf. Ich glaube, wir können jetzt ruhig anfangen. Ja, Papa, ich wollte nur sagen, dass du jetzt rüberkommen kannst, ja? Ja, okay, ich mache mich auf den Weg. Bis gleich. Ja, das ist ja prima. Lino schläft wirklich tief und fest. Oh Mann, er schnarcht doch wie so ein großer alter Bär. Ach Mann, ich bin so gespannt, was Linus zu dem Geschenk sagt. Entweder findet er es wirklich blöd oder wirklich, wirklich gut. Ach, wenn nur schon morgen wäre. Meinst du, wir haben das Richtige gekauft, Lukas? Ja, haben wir auf jeden Fall. Oh, ich bin ganz traurig, dass ich morgen früh nicht sein Gesicht sehen kann. Oh, ich muss arbeiten. Aber morgen Mittag bin ich auch da. Ja, das ist echt toll, dass du tauschen konntest. So, komm. Hoffentlich kommt Opa Willi jetzt endlich. Wir müssen endlich anfangen. Oh, hör mal, da kommt Willi endlich. Gut, es kann jetzt losgehen. Hast du dein Werkzeug? Ach doch, Mindena. Oh, das ist aber ganz schön spät hier heute Abend. Ja, ich weiß, Papa. Danke, dass du uns hilfst. Du weißt ja, Lukas hat ja zwei linke Hände. Ja, ich weiß, deshalb komme ich ja auch. Ja, habt ihr soweit alles zusammen? Ja, Lukas holt eben noch schnell sein Werkzeug. Sein Werkzeug? Als ob er das braucht. Ja, hier, schau mal. Hammer und Schraubenzieher. Mehr brauchen wir nicht, oder? Ja, nee, also ich glaube, das reicht. Gut, dann lass uns mal schnell in den Garten gehen. Ja, aber seid bitte nicht so laut, nicht, dass ihr Linus noch weckt und die ganze Nachbarschaft. Ja, also Sophia, das könnte jetzt echt ein bisschen schwer werden. Ja, dann müsst ihr nicht so laut sein. Ein bisschen laut okay, aber nicht so laut bitte. Okay, Lukas, ich würde sagen, hier ist ein guter Platz, oder? Ja, nee, Willi, das finde ich auch gut. Wir können das dann ja immer noch umstellen. Gut, dann lass mal schnell anfangen. Ich muss morgen früh raus. Danke, dass du mir hilfst. Da hämmert doch jemand, oder? Träume ich das nur? Oh, ich habe bald Geburtstag. Mensch, das ging ja schneller als gedacht. Danke, dass du uns geholfen hast, Papa. Och, das habe ich doch gerne gemacht. So, ich muss jetzt auch schnell rüber. Erna wartet schon. Ja, danke, Willi, dass du uns geholfen hast. Ja, oder besser mir. Ich habe ja zwei linke Hände. Ach ja, Lukas, ich weiß. Dafür hilfst du uns manchmal am PC. So, dann sehen wir uns morgen. Bis dann. Es ist schon endlich morgen. Juhu, Fussel, weißt du, was heute für ein Tag ist? Ich hab heute Geburtstag. Ich werd verrückt vor Glück. Komm, wir gehen schnell Mami wecken. Ja, und Emma und Papi und ach, ich will sofort meine Geschenke haben. Ob ich ein Fahrrad krieg. Och Mann, ich hätte so gern ein Fahrrad. Mami! Mami! Mama! Ja, Linus? Oh, ich hab heute endlich Geburtstag. Ja, ich weiß, Linus, komm mal her. Ich wünsche dir vom Herzen alles Liebe und alles Gute zu deinem vierten Geburtstag. Du bist jetzt schon so groß. Oh, danke, Mami. Oh, ich freue mich so und ich bin so aufgeregt. Kriege ich jetzt meine Geschenke? Ein Moment bitte noch. Du kannst dich ja erstmal anziehen und vielleicht Zähne putzen. Och, Mann. Ja, bitte gedulde dich einen kleinen Moment. Ich muss unten noch was vorbereiten. Och, Mann, ist ja nicht so, dass ich schon voll aufgeregt bin. Oder, Fussel, ich meine, wird doch nur einmal vier. Du siehst auch sehr schick aus heute, Emma, mit deiner Schleife im Haar. So, wir gehen jetzt runter und bereiten noch ein bisschen was vor für deinen Bruder. Linus, komm bitte erst runter, wenn ich dich rufe. Schau mal, Emma, der Kuchen sieht wirklich lecker aus. Ich hoffe, der schmeckt auch. Ich habe mir so viel Mühe gestern noch gegeben. Kann ich jetzt endlich kommen? Nein, Linus, einen Moment bitte noch. Gut, Linus, du kannst jetzt in die Küche kommen. Wir warten auf dich. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Linus. Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Linus. Und nochmal alles, alles Liebe und alles Gute. Boah, wie cool, ein Konfetti-Regen. Oh, das hat Spaß gemacht. Ja, das macht bestimmt noch richtig viel Spaß, das irgendwann wieder wegzusaugen. So, Linus, nun komm schnell her. Du musst doch deine Kerze auspusten. Der Kuchen für mich und die Kerze auch? Ja, Linus, das ist alles für dich. Und schau mal, Emma hat sich auch richtig hübsch für dich gemacht. Oh, du siehst so toll aus, Emma. Ich freue mich so, dass ich heute Geburtstag habe. Gut, nun puste mal schnell die Kerze aus. Soll ich die jetzt einfach auspusten oder wie? Nee, Linus, du musst dir jetzt was ganz, ganz fest wünschen. Das darfst du aber keinem erzählen. Und wenn du dir das denn gewünscht hast, dann geht das hoffentlich in Erfüllung. Und dann pustest du die Kerze einfach aus und denkst ganz fest an deinen Wunsch. Oh, ich weiß gar nicht, was ich mir wünschen soll. Na komm, nun puste. Ja, warte. Ist das schwer? Jetzt weiß ich was.
Oh, das hast du prima gemacht, mit einem Puster. Also Emma steht diese Schleife wirklich gut. Ja, wir haben sie extra für deinen Geburtstag gekauft. Ja, Linus, wie sieht's aus mit deinem Geschenk? Hast du da Lust drauf? Oh ja, bitte, 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 bitte. Aber wir müssen deine Augen abdecken. Du darfst nicht sehen, das soll eine große Überraschung werden. Och Mann, du machst doch bitte nicht so spannend. So, jetzt schön geradeaus laufen. Oh, nicht, dass ich mir noch weh tue. Nein, du tust dir nicht weh. Ich passe doch jetzt auf dich auf. So ein bisschen weiter nach vorne. Also ich glaube, ich höre die Vögel. Sind wir im Garten? Das kann ich noch nicht verraten, Linus. So, dann nehmen wir jetzt die Augenbinde ab. Jetzt einfach abnehmen oder wie? Genau, mach sie einfach ab. Oh, ich werde verrückt. Wie cool ist das denn? Ist das wirklich für mich? Ja, Linus, das ist für dich. Von uns zum Geburtstag. Ich werde verrückt. Ein Riesentrampolin. Oh, ist das schön. Dankeschön, Mami. Das ist wirklich für mich. Findest du die Idee toll oder ist das nicht so dein Ding? Oh, ob ich das toll finde, fragst du das? Fragst du gerade nicht wirklich, oder? Ich finde das super toll. Viel besser als ein Fahrrad. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Och, danke, danke, danke. Wann habt ihr das denn hier hingestellt? Gestern stand das hier noch nicht. Ja, das haben Opa und Papa heute Nacht aufgebaut. Ganz spät. Oh, dann habe ich es also doch hämmern gehört. Das habe ich nicht geträumt. Nee, Linus, das hast du denn nicht geträumt. So, willst du mal Probe springen? Ja, hält mich das denn auch wirklich? Ja, Opa Willi hat mitgebaut, keine Angst. Ja gut, dann ist ja gut, weil wenn Papa mal was baut, du weißt ja, das ist immer nicht so stabil. Ja, ich würde total gerne springen. Kann ich jetzt springen? Bitte, bitte, bitte. Und das Trampolin bleibt für immer hier so stehen, oder wie? Ja, also es kann sein, dass wir das nochmal umrücken auf eine andere Stelle. Aber ansonsten bleibt das hier im Garten stehen. Das ist dein eigenes Trampolin. Oh, das ist so toll. Ja, nun hüpf endlich, Linus. Ich will gucken, ob das auch sich gut hüpfen lässt. Oh Mann, das macht so viel Spaß. Oh, da wird Hanna aber neidisch sein. Oh, cool. Ja, hallo Kinder. Heute habe ich endlich Geburtstag. Das wolltet ihr ja auch schon so lange. Ja, und jetzt seid ihr quasi mit dabei, wie ich mein Trampolin bekommen habe. Ist das nicht cool? Gebt dem Video unbedingt einen Daumen hoch, wenn ihr noch sehen wollt, wie ich mit den Kindern nachmittags feiere. Und wer überhaupt alles noch so kommt, sind ja vielleicht auch ein paar in Urlaub gefahren. Ja, ich würde mich wie immer sehr über einen Kommentar freuen. Wie findet ihr eigentlich das Trampolin? Die Anleitung findet ihr übrigens bei The Playmo Channel One. Da habe ich die Anleitung für das Trampolin her. Ich habe sie noch ein bisschen modifiziert. Ja, wir wünschen euch dann noch einen wunderbaren Tag und hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Bis dann. Tschüss.